Geleakte Papiere von VW geben uns interessante Einblicke hinter die Kulissen vom ID.4, wie VW ihn im Vergleich zum Model Y sieht. Beim Tesla Model 3 gibt es wohl Neuerungen. Wir schauen uns genau an, welche das sein können. Tesla hat womöglich in der EU ein Datenschutzproblem. Und ich gehe auch nochmal auf die neue Verschärfung der CO2-Ziele von der EU-Kommission ein. Und zeige, was das letztendlich für uns, für die Automobilindustrie insgesamt zu bedeuten hat. Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Beratung, Seminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Nächste Woche ist es soweit, der ID.4, das Weltauto von VW, wird offiziell vorgestellt. Im Vorfeld sind interne Papiere bekannt geworden, in denen ganz klar gezeigt wird, wo VW sich bezüglich dem ID.4 im Vergleich zum Tesla Model Y vorne sieht und wo hinten. Warum ist das so interessant? Zum einen, weil hier in Deutschland der ID.4 vor dem Tesla Model Y, was ja im Sommer nächstes Jahr dann in Brandenburg produziert wird, kommt. Und zum anderen, weil VW bisher immer sich so ein bisschen gedrückt hat und gesagt hat, nein, wir wollen gar nicht gegen Tesla antreten und ja im Prinzip die Autos so ja, außerhalb der Klasse produziert haben, wie zum Beispiel den ID.3, da gibt es ja keinen entsprechenden Vergleich bei Tesla. Was aber interessant ist, wo Sie die Vorteile vom ID.4 sehen. Und zwar ist es zum einen die Raumausnutzung, denn der ID.4 ist 17 cm kürzer als das Model Y, hat aber im Inneren 6 cm mehr Raum. Jetzt ist natürlich die Frage, wo das gemessen wurde, ob jetzt sozusagen von der Frontscheibe bis zur Heckscheibe gemessen worden ist oder ja, der ansonsten ausnutzbare Innenraum. Wir müssen in der Praxis gucken, wie viele es wirklich sind. Aber es ist natürlich schon mal ein doch spürbarer Unterschied. Ein deutlich kleineres Auto mit mehr Innenraum. Und was wirklich sehr deutlich ist, ist der Wendekreis. Der ist nämlich 1,90 Meter geringer. Das ist natürlich eine großes Fund, mit dem man zum Beispiel in der Stadt dann wuchern kann, denn das hatte ich schon beim Tesla Model 3 Test gemerkt, dass der Wendekreis ähnlich groß ist wie beim Model S und der ist riesig. Insofern hat der VW ID.3 von der Beweglichkeit, von der Wendigkeit offensichtlich einen Vorteil. Wir schauen uns in der Praxis das nochmal genau an. Und dann sieht VW in den ID.4 auch vorn bezüglich der Reichweite, nämlich 522 Kilometer sollen es wohl werden. Das Model Y liegt bei 505. Wir wissen natürlich in der Praxis, dass WLTP-Zyklus nicht alles ist, sondern in der Praxis dann abhängig von dem jeweiligen Fahrprofil, das natürlich viel entscheidender ist, wie groß die Reichweite ist, beziehungsweise die Reichweite sowieso nicht alles ist, denn viel entscheidender ist ja sozusagen die Reisegeschwindigkeit, wenn man auf der Langstrecke unterwegs ist, sprich, wie schnell kann ich entsprechende Reichweite wieder nachladen? Und das ist zum Beispiel der Punkt, bei dem der ID.4 deutlich schlechter ist als das Model Y. Das kann ja mit 250 kW laden, beziehungsweise also kann an den V3 Supercharger mit 250 kW laden und der ID.4 nur mit 125. Dann gilt es natürlich noch, die Ladekurven zu vergleichen. Die von der großen Batterie kennen wir ja auch noch nicht, vom ID.3, die ja ähnlich sein sollte. Dementsprechend muss man da auch nochmal schauen, wer wo den Vorteil hat. Die Frage ist natürlich, ist das ein großer Nachteil jetzt für VW oder nicht? Das muss man ganz klar beantworten mit, das hängt davon ab. Und zwar, es hängt von deinem Fahrprofil ab. Wenn du so wie ich so ein Langstreckenfahrer bist, dann ist es natürlich entscheidend, dass du zum Beispiel beim Model Y innerhalb von 20 Minuten von 5% auf 85% laden kannst, während der VW wahrscheinlich so um die 40 Minuten braucht, also eine doppelte Zeit sozusagen. Wenn du jetzt aber 2, 3 oder meinetwegen auch 4-mal im Jahr eine Langstrecke fährst, wo du ein- oder zweimal lädst, weil du zum Beispiel in den Urlaub fährst,
jemand besuchst oder was auch immer, dann ist es nicht so schlimm, dass du da diese 20 Minuten länger brauchst pro Ladevorgang. Dann ist es irrelevant. Dann ist für dich zum Beispiel wichtiger, dass du dann in deinem Alltag auf jeden Fall mit diesen 522 Kilometer Reichweite auskommst. Und insofern muss man einfach gucken, wie es zu dem jeweiligen Fahrprofil passt, ob das nun ein Vor- oder Nachteil ist. Fakt ist, Tesla ist hier also deutlich vorn. VW hat das auch so eingesehen und dementsprechend sind sie sich das auch bewusst, sagen aber, das ist nicht so relevant. Und da denke ich, haben sie auch durchaus recht. Für den Massenmarkt, der sozusagen diesen elektrischen Tiguan, könnte man ihn ja auch nennen, kauft, ist das auch nicht so relevant, denn die wenigsten sind so wie ich Langstreckenfahrer, die teilweise 4, 5 oder sogar bis zu 9 Mal pro Tag laden müssen, um dann die Strecken von bis zu 1300 Kilometer zurückzulegen. Ja, dann sieht sich VW, und das finde ich sehr mutig, auch noch bei der Software weit vorn oder mit dabei. Das kann man aktuell noch nicht so richtig beurteilen, ob das VW OS langfristig dann auch mit der Tesla Software mithalten kann. Zumindest ist es schon mal ein Fortschritt zu dem, was bisher vorhanden war, denn es ist auch over-the-air updatebar und von der Struktur auch ganz anders aufgebaut als die bisherigen Systeme. Also das heißt, Tesla und VW sind hier bei dem Model Y bzw. dem ID.4 wirklich auf Augenhöhe unterwegs, also sprich in der gleichen Klasse. VW wird Ende des Jahres, also ein halbes Jahr ungefähr vor dem Model Y, den ID.4 auf die Straße bringen, sodass wir hier in Europa zumindest das Auto schon mal entsprechend testen können. Ich habe mich also auch schon angemeldet. Wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr werde ich das ID.4-Modell dann fahren können und dementsprechend wahrscheinlich sogar schon vor dem Model Y einen Test zum ID.4 bringen. Und dann werden wir in der Praxis sehen, was das Auto dann auf die Straße, mein Spezialgebiet auf der Langstrecke, zu bieten hat. Ja, beim Tesla Model 3, gerade in China, in einem Land der aufgehenden Sonne, sozusagen da, wo die Neuigkeiten herkommen, gibt es Indizien dafür, dass es einige Verbesserungen gibt. Zum einen soll es wohl einen überarbeiteten Frunk geben, neues Lenkrad, eine elektrische Heckklappe ist im Gespräch und auch, und das ist, denke ich mal, das Entscheidende, dass das Fahrzeug eine Wärmepumpe bekommt. Hintergrund dieser Spekulationen sind Bestellungen bei Lieferanten, die darauf hindeuten, dass für das Model 3 450.000 Wärmepumpen bestellt worden sind. Und das ist natürlich eine gute Nachricht, denn bisher hatte das Model 3 ja gerade im Winter das Problem, dass es extrem viel verbraucht hat. Ich habe mich beim ersten Mal, als ich das Model 3, das war im Dezember 2018 gefahren, bin auch wirklich erschrocken. Ich habe es kalt übernommen, bin auf die Autobahn und hatte dann dort Verbräuche, die auf ähnlicher Höhe wie mit meinem Model S, das schon warm gefahren war, lag bei der gleichen Strecke. Also gerade im Winter hatte bisher das Model 3 einen deutlich höheren Verbrauch als im Sommer, wo es sehr effizient unterwegs ist. Und da kann die Wärmepumpe natürlich einiges ausrichten. Insofern eine gute Nachricht, dass hier Tesla nachbessert. Was unklar ist, ob diese Veränderung dann auch in aktuell erstmal Fremont, also in Kalifornien, auch eingebaut werden oder ob das nur für China gilt, beziehungsweise ob dann aus China zum Beispiel auch die Wärmepumpen nach Amerika geliefert werden. Aber ihr seht, da ist einiges im Busch und insofern werden ständig die Fahrzeuge aktualisiert. Auch noch eine Nachricht aus dem Telegram-Chat. Wenn dich die Nachrichten interessieren, unter dem Video in der Beschreibungsbox findest du den Link zu dem Chat. Es gibt die ersten Hardware 3 Nachrüstungen, nicht nur für Model S und X, sondern auch schon für das Model 3. Denn am Anfang hatten die auch nur die Hardware 2,5. Das heißt also auch hier löst Tesla sein Versprechen ein und aktualisiert die Hardware, sodass man dann das volle Potenzial für autonomes Fahren auf dem aktuellen Level nutzen kann. Ja, das ist genau auch das Problem oder die Ursache für ein Problem, was Tesla hier in Deutschland hat, und zwar die eingebauten Kameras. Und die Frage ist, sind die datenschutzrechtskonform? Und die Antwort ist ganz eindeutig nein. Jetzt muss natürlich dann geklärt werden, was, wie, hier, wo nun gesammelt und transferiert wird.
Fakt ist jedenfalls, die Kameras vom zum Beispiel Model 3, S und X sammeln die ganze Zeit kontinuierlich Daten, Informationen aus dem Straßenverkehr und zwar sozusagen unmotiviert, also nicht anlassbezogen. Und diese Daten werden dann auf den Server nach Amerika übertragen, um dort, wie Tesla sagt, nur für die Weiterentwicklung des autonomen Fahrens oder der Software für autonomes Fahren verwendet zu werden. Jetzt werden die Juristen wahrscheinlich im Detail klären, was nun davon wie datenschutzrelevant ist oder nicht. Jedenfalls darf man eigentlich Daten nicht einfach so auf der Straße sammeln und dann irgendwohin übertragen bzw. auch noch nicht mal veröffentlichen oder speichern, wenn es nicht einen konkreten Anlass gibt. Also sprich zum Beispiel, wenn jetzt die Polizei ein Auto verfolgt, was zu schnell fährt, dann darf das natürlich gefilmt werden. Oder eben halt auch im Falle eines Unfalls könnte man da diese Daten verarbeiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da hat Tesla neuen Ärger bezüglich Datenschutz. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Wir werden es sehen. Ja, die Automobilindustrie bzw. der Verband der deutschen Automobilindustrie, sozusagen die Lobbyveranstaltung, hatte ja schon mal einen großen Aufschrei gestartet. Die EU-Kommission plant nämlich wohl strengere CO2-Grenzwerte als ursprünglich geplant. 2030 sollten die Fahrzeuge ja 37,5% weniger CO2 ausstoßen als 2021. Jetzt sind 50% im Gespräch. Hintergrund ist ganz einfach, man will ja das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen. Und wenn man das erreichen will, nur mal so als kurze Info, müsste im Prinzip schon ab dem Jahr 2028, also vor diesem 2030 mit den 50% Reduzierung, keine weiteren Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Also das heißt, es ist überhaupt nicht schaffbar, selbst wenn jetzt sozusagen der CO2-Ausstoß um 50 und nicht um 37,5% reduziert wird. Und dort habe ich von Professor Dudenhöffer auch eine Einschätzung hier gelesen in der Autogazette, was das eigentlich überhaupt bedeuten würde. Und er schätzt es zum einen ein, dass das durchaus machbar ist, aber es würde dann bedeuten, dass ab 2030 64% der Neuwagen elektrisch sein müssen. Das hört sich jetzt erstmal gewaltig an. Er sieht das aber gar nicht so schlimm, wie das jetzt zum Beispiel die Industrievertreter oder Verbandsvertreter behaupten. Denn nach seiner Modellanalyse gewinnt die Branche mehr durch die Verschärfung statt zu verlieren. Denn auf der einen Seite wären natürlich dann weniger Strafzahlungen fällig, wenn man entsprechend frühzeitig reagiert. Und zum anderen, das ist meine persönliche Meinung, ist, man kann sich dem Wandel nicht verschließen. Je länger man wartet, desto schlechter wird es. Jetzt muss man den sauren Apfel beißen, hier viel Kraft und Ressourcen in die richtige Richtung schieben, um diesen Umschwung aktiv zu gestalten und nicht dann Opfer des Umschwungs zu werden. Das heißt, je länger ich warte, desto weniger ich die Sachen umsetze, desto schwerer wird es mich dann im Prinzip 2030 oder später erwischen. Zum anderen sagt Dudenhöffer, dass hier die Automobilindustrie schon gut vorbereitet ist, dass sie die Prozesse haben. Sie müssen im Prinzip jetzt einfach nur skalieren, sprich die Produktion von Batteriezellen und Elektroautos hochdrehen und vor allen Dingen mit Kraft und nicht nur einfach mit leeren Marketingversprechen, und dann ist das durchaus machbar. Aber ich fand die Zahl jedenfalls sehr beeindruckend, dass sozusagen ab 2030 64% der Neuzulassungen E-Autos sein müssen, und das würde dann zum Beispiel, wenn wir von 14 Millionen Neuwagen in der EU ausgehen, dass 1,4 Millionen zusätzliche E-Autos ab 2030 zu den bisherigen Zielen verkauft werden müssen. Und da sieht man dann bei solchen Verkaufsanteilen auch definitiv viele Elektroautos. Mir fällt das schon jetzt auf. Wir sehen immer mehr Elektroautos auf der Straße. Ich denke, dir geht das genauso. Polestar ist ja für seine Transparenz und seine mutigen Aussagen, seine Werbekampagnen bekannt. Jetzt hat Polestar eine Transparenzkampagne ins Leben gerufen. Und zwar geht es hier um die Frage,
Wie ist eigentlich der ökologische Fußabdruck im Vergleich Polestar 2 zu einem vergleichbaren Fahrzeug? Und das ist sozusagen der Volvo XC40. Und Polestar hat sich hier wirklich viel Mühe gegeben. Ich habe euch wie immer in der Beschreibungsbox unter dem Artikel, unter dem Video den Link zu dem Artikel reingepackt. Ich habe dort auch eine 28-seitige genaue Erklärung der entsprechenden Grundlagen für ihre Aussagen, für den Vergleich mit reingefügt. Ich habe sie nicht alle im Detail gelesen. Mich hat aber beim Überfliegen interessiert, ist das ein realistischer Vergleich oder nicht? Ich würde mal sagen, ja. Also hier ist zum Beispiel auch Well-to-Tank verglichen worden. Also da wurde geguckt, was für CO2-Aufwendungen sind erforderlich, um den Strom zu produzieren und aber, und das ist das Entscheidende, auch den Treibstoff, also sprich Benzin oder Diesel zu produzieren. Hier stehen jetzt nicht die Werte, die habe ich nicht gefunden. Insofern kann ich das nicht ganz einschätzen, ob hier auch wirklich die gesamten Werte bei der Exploration, Produktion, Förderung, Transport vom Treibstoff bis in den Tank berücksichtigt worden ist. Das müssen wir jetzt hier so glauben. Aber zumindest kommt hier dann Polestar zu der Information, die ja für uns alle mal entscheidend ist, ne, wann sozusagen der Break-Even erreicht ist. Wann ist ein E-Auto, in dem Fall der Polestar 2, besser bezüglich CO2 unterwegs als der vergleichbare Verbrenner. Nimmt man den weltweiten Strommix, sind das 112.000 Kilometer, beim europäischen Strommix 78.000. Nimmt man die Windenergie, also reine regenerative Energie, sind das 50.000 Kilometer. Also ihr seht, das pendelt sich immer so in der Region zwischen 30.000 und 80.000 Kilometer ein, wann so ungefähr die Elektroautos sich rentieren. Insofern kann man hier wirklich mal wieder einen sehr guten Vergleich schließen zwischen einem Verbrenner und einem Elektroauto. Und ich finde es gut, dass Polestar diese Initiative hier macht, damit man einfach immer mehr Informationen, immer mehr Daten hat, um das realistisch einzuschätzen. Da gibt es viele Fehlinformationen, viele falsche Ansätze. Man kann auch viel falsch machen beim Vergleich. Also insofern, wie gesagt, ich konnte es nicht im gesamten Detail klären, aber hört sich das von Polestar hier ganz nachvollziehbar an. Ja, VW ID.3 ist ausgeliefert worden. Letztes Wochenende sind die ersten 40 ausgeliefert. Was ich ganz interessant fand, dass von den 30.000 ID.3 First Edition 25.000 verbindlich bestellt, also sozusagen ein verbindlicher Kaufvertrag geschlossen worden ist. Also hier ist wirklich viel von den ursprünglichen 30.000 verkauft worden. Das heißt, in den nächsten Monaten werden wir hier viele ID.3 auf der Straße sehen. Ja, was man aktuell noch sehr selten sieht, ist der Oberleitungs-LKW. Hier im Großraum Hamburg gibt es ja eine Teststrecke und ansonsten in Frankfurt. Jetzt ist hier elektrif.net das erste Mal mit diesem Elektro-LKW mitgefahren, der über sogenannte Pantographen, also hier diese Stromabnehmer, Strom von der Oberleitung oberhalb der Autobahn nimmt, während er diese Strecke, die ist, ich glaube, 2 Kilometer waren das oder so, den Strom zieht, fährt er elektrisch und lädt auch noch die Batterie auf. Das ist alles aktuell im Teststadium, also kaum Reichweite. Ich glaube, es waren 10 Kilometer oder sowas, die in den Batterien sind. Aber man sieht, dass man dadurch dann auch die Emissionen reduzieren kann. Wir werden gucken, wenn mehr Autos mit mehr elektrischer Reichweite fahren, inwieweit das Sinn macht und ein Zukunftsmodell für die Spedition sein kann. Wenn dich das interessiert, unter dem Video in der Beschreibungsbox ist der Link. Dann kannst du dir den Bericht, das ist ein Praxisbericht, nochmal in Ruhe durchlesen. Der Vollständigkeit halber, ich hatte ja letzte Woche über den Lucid Air berichtet. Es gibt ein SUV, das Projekt Gravity, was hier 2022 kommen sollte. Einfach so für euch zur Info, da kommt also auch noch ein SUV. Ja, dann habe ich noch ein spannendes Thema, und zwar ist eine erste Tankstelle mit Ladestationen ausgerüstet worden. Und zwar siehst du hier auf dem Bild, das ist wirklich ganz klassisch eine Tankstelle. An der Tankstelle stehen dann keine Zapfsäulen, sondern Schnellladestationen, in dem Fall hier von EnBW.
Du hast eine überdachte Tankstelle. Das ist das Positive. Du hast die ganze Infrastruktur der Tankstelle, also Shop, was essen, Toilette und so weiter, Beleuchtung. Das finde ich sehr gut. Einen weiteren Vorteil, den ich noch sehe, ist, dass vermutlich diese Ladestationen nicht zugeparkt werden, weil man einfach so aus diesem Tankstellengefühl raus da sein Auto nicht hinstellen würde, um zu parken. So nach dem Motto, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Das sind so die Vorteile, die ich sehe bei dem Konzept. Der Nachteil, den ich sehe, ist, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber wenn du Elektroauto fährst, weißt du, wovon ich rede. Ich möchte ungern im Diesel-Benzin-Dunst dort meine Pause am oder im Auto verbringen. Das ist so für mich der Nachteil, dass ich sozusagen dann mit dieser stinkenden Umgebung dort konfrontiert werde. Mich würde mal interessieren, wie siehst du das? Ist das ein Zukunftsmodell, Ladestationen unter dem Dach von Tankstellen anzubieten? Oder ist das eher ein Irrweg, der in Zukunft dann lieber nicht Schule machen sollte? Ja, wo wir gerade bei Ladestationen sind, Smartrix und Mobility Plus plant 100 HPC-Lader für Österreich. Österreich ist so nach meiner Einschätzung, da freue ich mich auch über deine Rückmeldung gerne unter dem Video, wirklich gut ausgestattet mit Schnellladern, denn alleine hier diese Smartrix-Kooperation mit INBW sorgt dafür, dass in sehr kurzer Zeit 100 HPC-Lader zusätzlich dazu kommen. Also alleine sollen dieses Jahr noch 20 ans Netz sein, kommen 80, folgen 21. Insgesamt ist das Smartrix Mobility Plus Netz 450 Ladepunkte stark in Österreich und davon 250 Standorte fixiert mit 250 Schnellladern an ungefähr 100 Standorten. Also es hört sich richtig viel an. Also ich denke, dass Österreich sehr gut versorgt ist. Und wenn du mal den Porsche Taycan testen willst, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, ihn zu mieten. Und zwar, ich glaube, ab 193 Euro war das möglich. Ja genau, für 3 Stunden. Und dann wäre es vielleicht sinnvoll, auch mal nach Österreich zu fahren, denn laden kannst du da auf jeden Fall. Also das heißt, einfach so für euch zur Info, man kann ihn mieten, vielleicht auch mal so als Geburtstagsgeschenk für ein Elektro Mobilitätsbegeisterten Porsche-Fan, dass man ihm einfach mal so ein paar Stunden im Taycan schenkt. Ja, viel günstiger ist der Citroën EC4. Der startet nämlich jetzt in Europa bzw. in Deutschland bei 33.766 und die Auslieferung ist schon Ende des Jahres im Dezember. Also insofern durchaus interessant, wenn du in diese Richtung von Fahrzeuggröße schaust, guck dir mal den Citroën EC4 an. Dann gibt es noch für alle Nutzfahrzeuginteressierten den ersten Fahrbericht und zwar eine kurze Ausfahrt mit dem Opel Vivaro E und dem Zafira E Live. Auch interessant für alle, die sich zum Thema Camping hier vielleicht ein Campingmobil bauen wollen. Das ist im Prinzip so ein klassischer Transporter, 50 und 75 Kilowattstunden große Batterien. Und mit einer entsprechenden Reichweite von 330 WLTP. In der Stadt soll er sogar 477 Kilometer weit kommen. Er hat einen 11 kW Dreiphasenlader. Zum Glück ist das jetzt wohl Standard. Und ansonsten lädt er an einer 100 kW Säule, wenn ich das richtig im Kopf habe, 48 Minuten auf, genau, 80% beim 75 Kilowattstunden Akku, 32 Minuten dauert das beim 50 Kilowattstunden Akku. Aber ich würde hier durchaus die größere Batterie empfehlen, denn das Auto bzw. Transporter kann 130 km/h fahren. Wenn man mit diesem Wagen schnell fährt, dann wird man viel verbrauchen. Wahrscheinlich liegt so die optimale Geschwindigkeit so bei den LKWs mitschwimmen, bei sagen wir mal 95. Dann wird man hier also auch eine vernünftige Reichweite von so um die 250 Kilometer haben. Ich habe das ausprobiert mit dem A Better Route Planner. Dort ist der Zafira E schon drin. Also wenn dich die Reichweite interessiert, kannst du beim A Better Route Planner die Kalkulation vornehmen.
Ja, das war's für die heutige Woche. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen, Kommentare, Korrekturen hast, freue ich mich darüber, wenn du sie unter dem Video hinterlässt. Wenn du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich, wenn du das wirst. Das geht ganz einfach. Klick hier auf das E-Auto und Point of Interest. Wichtig ist, stell die Benachrichtigung ein, denn dann kriegst du die Info, wenn ein neues Video online ist. Denn ich weiß noch nicht, wann es kommt, aber ich hoffe nächste Woche. Also ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.